Du hast dir das Ziel gesetzt, einen Businessplan zu schreiben oder du musst vielleicht einen Businessplan für Förderprogramme oder Investoren schreiben, dann wirst du sicherlich auch im Internet auf viele Angebote stoßen, wo du deinen Businessplan umsonst machen kannst. Und der Begriff, das Wort umsonst, hat zwei Bedeutungen. Einmal etwas Gutes und etwas Schlechtes. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und habe über 20 Unternehmen gegründet, sondern gemeinsam mit meinem Team von über 30 Beratern helfen wir bundesweit dabei, Menschen ihr Unternehmen zu gründen, zum Wachstum zu führen und später auch zu verkaufen. Und daher haben wir einen großen Kontakt bundesweit mit den verschiedenen Variationen und Möglichkeiten, einen Businessplan zu erstellen. Und beginnen wir gleich mit der schlechten Nachricht. Es gibt nicht tatsächlich Businesspläne, die sind wirklich umsonst und die brauchst du auch nirgendwo einzureichen, wenn du eine Ablehnung vermeiden möchtest. Denn die sogenannten Gratis-Download-Businesspläne, die haben in der Regel weder etwas mit dir als Person zu tun, noch mit deinem Mitbewerber, noch mit deinem Standort, noch mit der Zielgruppe vor Ort. Diese Businesspläne, die du teilweise komplett vollständig als PDF-Vorlage bekommst oder dir in irgendwelchen Portalen zusammenbaust mit vorgefertigten Bausteinen, werden in der Regel abgelehnt. Nicht nur bei der Bank, sondern auch bei den Agenturen für die Arbeit und auch beim Jobcenter. Der große Nachteil bei den Plänen, die du online im Portal machen kannst, ist, dass du sie nicht individualisieren kannst. Du kannst bestimmte Bausteine nicht verändern, du kannst die gesamte Struktur nicht verändern, das Inhaltsverzeichnis ist vorgegeben, es fehlt meistens komplett die Checkliste Anhang und auch die Finanzpläne werden nur sporadisch erwähnt und zu wenig erklärt. Einen wirklich guten Businessplan, den du später auch weiter bearbeiten kannst, wo du eine Vorlage mitbekommst als Word-Datei zum Beispiel und Excel-Datei, die du weiter bearbeiten kannst, ist dann gegeben, wenn du einen Berater findest, der AZAV zertifiziert ist. AZAV-Zertifizierung bekommen nur Unternehmensberatungsunternehmen, die in der Lage sind, auch ein entsprechendes Qualitätsmanagement nachzuweisen. Das heißt, das gesamte Unternehmen, die Firmenräume, die Inhalte, die Methodik, die Berater, alles wird überprüft, jährlich mindestens zweimal, internen Audits, externen Audits und dann gibt es eine entsprechende Urkunde. Und diese regelmäßigen Überprüfungen und Audits durch interne und externe Auditoren geben dem Arbeitsamt, dem Jobcenter die Sicherheit, dass hier gute Arbeit gemacht wird, die regelmäßig überprüft wird. Das bedeutet also, dass diese AZAV-zertifizierten Beratungsunternehmen über Maßnahmen verfügen, die dann mit einem Gutschein, einem sogenannten AVGS, beantragt werden können. Und diese überprüften und zugelassenen Maßnahmen haben eine sogenannte Maßnahmennummer. Erst dann sind sie auch eingetragen in der Datenbank der Bundesagentur für Arbeit, wo auch das Jobcenter darauf zugreift. Und diese Maßnahmennummer, zum Beispiel 955-16121, ermöglicht dir eine Maßnahme, wo du bis zu 80 Unterrichtseinheiten vollständig, also zu 100% subventioniert bekommst. Du musst also selbst weder 50% noch irgendeinen anderen Eigenanteil zahlen, sondern kriegst eine 100%ige Bezuschussung. Und im Rahmen dieser Maßnahme hast du die Möglichkeit, alle wesentlichen Elemente deines Unternehmenskonzepts zu erarbeiten, zu erprüfen und stetig zu optimieren. Also von der Unternehmerperson über deinen Standort, über deine Zielgruppe, über die Kosten-Leistung-Rechnung, über deine Finanzplanung bis hin zu wettbewerbsrechtlichen Fragen und Marketingkonzepten kannst du hier alle wesentlichen Dinge erarbeiten und dann auch in deinen Businessplan schreiben. Und das fertige Ergebnis, das kannst du natürlich dann bei der Agentur für Arbeit, beim Jobcenter oder auch bei der Bank vorlegen, wenn du entsprechende Investitionsdarlehen brauchst. Also achte in Zukunft darauf, dass du deinen Businessplan nicht im Schlechten umsonst machst, also eine Ablehnung deines Bewilligungsantrags für Fördermittel bekommst. Im schlimmsten Fall sogar wird dein gesamtes Vorhaben daran scheitern, weil du wesentliche Bausteine, wie zum Beispiel die Marketing-Vertriebskosten, die Online-Marketing-Kosten, komplett vergessen oder unterschätzt hast. Viel wichtiger ist also, dass du mit einem kompetenten Berater, der auch zertifiziert ist in Bezug auf seine Kompetenz und Vorgehensweise, deinen Businessplan ganz individuell für dich schreibst. Für dein Konzept, für deine Person, für deinen Standort und für deine Zielgruppe. Dann hast du tatsächlich ein individuelles Stück gut gefertigt, was nicht nur beim Arbeitsamt, Jobcenter, bei der Bank zur Bewilligung führt, sondern tatsächlich auch die Grundlage für deine Zukunftsplanung ist. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann sind diese Maßnahmen inzwischen auch online zugelassen. Du kannst sie also bundesweit von jedem Ort, wo du Internet hast,
gemeinsam einlösen. Das bedeutet also, unsere Berater unterstützen dich dabei, über Videokonferenz mit geteilten Bildschirmen dir unsere Unterlagen zur Verfügung stellend ein gemeinsames Arbeiten an deinem Businessplan, im Textbaustein, an deinem Finanzplan und an allen anderen Unterlagen, die erforderlich sind, damit du dein Ziel erreichst. Gerne lade ich dich ein, entweder schon mit dem Dokument, was du unterhalb des Videos findest, den Antrag zu stellen auf diese Maßnahme von ungefähr 80 Unterrichtseinheiten, aber du kannst auch ein kostenfreies Erstgespräch bei uns beantragen. Dann hilft dir unser Sales-Mitarbeiter auch gerne dabei weiter, diese Antragstellung erfolgreich abzuwickeln. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.